Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich hier Handschuhe anhab. Freunde, hier herrscht wieder reinstes Chaos im Studio, denn ihr habt mir zahlreiche Nachrichten ja immer geschrieben, beziehungsweise ich habe euch ja mal gefragt, was ich hier noch verändern kann, was ich verändern soll. Und die meistgestellte oder die meistgeschriebene Antwort von euch war: Streich mal deine Wände. So, und jetzt hat, Freunde, haben wir schon angefangen, Flo und ich. Heute bin ich alleine. Heute geht's weiter mit dieser Wand. Ihr seht schon hier wieder große Baustelle. Und es ist was Kleines passiert. Und zwar nicht mir, sondern am Flo. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ja, ist hier schon ein bisschen Farbe auf dem Betonboden, denn wir haben jetzt hier gestern die Farbe angerührt. Die Bohrmaschine, die wir dafür genutzt haben mit dem Aufsatz, die war ein bisschen, ja, zu heftig eingestellt, deswegen hat es hier alles voll gespritzt. Ich habe es jetzt hier schon mal mit der Drahtbürste versucht. Hier habe ich mir jetzt kurz meinen Baumarkt geholt. Ja, geht jetzt nicht so gut wie gedacht. Ich habe gestern ja eine kleine Umfrage mal auf Instagram gemacht, ob jemand eine Ahnung hat, wie man das wegbekommt. Viele haben mir auch geschrieben, viele haben mir auch den Tipp gegeben, wie gesagt, mit der Drahtbürste und Nitroverdünnungsmittel. Ich habe es jetzt mal ohne Nitroverdünnungsmittel versucht. Es geht schon einigermaßen weg, aber ja, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen mehr schrubben. Und das Schlimmste von allen ist, Freunde, meine heißgeliebten Crocs sind auch voller Farbe. Gut, kann man ja mit heißem Wasser wieder abwischen. Wie gesagt, heute kleiner Vlog, kleines Video hier, wie ich mein Studio streich. Geplant war Folgendes: wir haben jetzt hier schon mal eine Wand fertig. Das ist eigentlich dieses, Moment, wo habe ich es denn? Und zwar habe ich mich für die Farbe Moosgrün entschieden. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera einigermaßen gut sehen kann, geht aber schon ins Bläuliche eigentlich rüber. Das Problem ist jetzt nur, Freunde, ich habe jetzt hier auch einen neuen Farbeimer gekauft und ich vermute, ich bekomme die gleiche Mischung bzw. die gleiche Farbe nicht wieder hin. Deswegen wird wahrscheinlich die Wand und die andere Wand hier drüben ja, ein bisschen anders aussehen. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, es soll einfach ein bisschen Farbe hier reinkommen. Wir haben auch hier unten, wo das Problem immer war. Also das ist jetzt kein Schimmel oder so, sondern das ist einfach ja, die alte Farbe, die hier unten abgebröckelt ist, haben wir mit so einer bestimmten Lasur oder wie das heißt einwirken lassen, damit ich hier schön streichen kann und das nicht abbröckelt. Das haben wir hier komplett entlang gemacht. Ihr seht schon, hier sind überall Flecken. Es war gar nicht so einfach, die Wand komplett mit der Farbe zu bedecken, also ich musste hier schon öfters rüber. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also Plan war Folgendes: hier sind ja die Absorber und ich wollte jetzt bis zur Hälfte, also hier komplett entlang, mit Absorber vollkleben, das heißt die ganze Seite. Und ab hier komplett alles, eigentlich mit der Farbe, aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Farbmischung hinbekommen wie hier. Wird halt ein bisschen anders aussehen, aber ich würde sagen, Freunde, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ich mache ein paar Aufnahmen für euch, ein paar Zeitraffer und dann schauen wir mal, wie viel wir heute schaffen. Also ich vermute mal, heute ist nur die Wand dran oder schaffe ich heute nur mit der Wand. Ich muss auch mal schauen, wie viel Farbe ich noch brauche. Ich habe jetzt nur 10 Liter noch gekauft. Wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Ja, ich würde sagen, wir starten. Let's go. So, Freunde, kurz Handschuhe gewechselt, weil in den komischen Gummihandschuhen schwitzt man so extrem. Was ich noch ganz kurz sagen will, Leute, eigentlich wollte ich das gestern filmen, also wieder einen Vlog drüber drehen, wie wir hier anfangen. Einerseits bin ich froh, dass ich nicht gefilmt habe, denn wenn ich das aufgenommen hätte, wie das Ganze hier drüben, also in dem Raum, passiert wäre, dann wäre zu 90% meine Kamera jetzt auch voller Wandfarbe und dann hätte ich sie eigentlich wegschmeißen können. Deswegen bin ich irgendwie froh, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen jetzt an, die nächste Wand zu streichen. Ich habe mir jetzt hier beim Baumarkt noch eine kleine Rolle gekauft. Ich hatte schon mal eine für die Wand hergenommen, also genau die gleiche. Muss ich aber sagen, nächstes Mal beim Kauf kaufe ich mir ein bisschen teurere, weil die hat jetzt, glaube ich, nur 3,50 Euro gekostet. Aber ich habe gemerkt, dass bei der Rolle, wenn ich hier streiche, dass die einzelnen Fasern schon abgehen. Das heißt, ich habe dann hier irgendwie so Bröckelchen, zum Beispiel wie hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier sind noch Rückstände von der Rolle.
Deswegen, ja, nächstes Mal ein bisschen mehr Geld investieren. So, dann machen wir mal den guten Kübel auf. Also das Ganze ist gestern mit diesem Rührer hier passiert. Ja, jetzt mischen wir erstmal eine Runde. Und dann hauen wir die Farbe hier rein. Hau ich jetzt alles rein oder erstmal ein Teil? Ich glaube, ich hau jetzt erstmal ein bisschen was rein. So. Mach mal lieber zu, weil sonst versaue ich den Boden auch noch. Und jetzt heißt es rühren, Freunde. Ich weiß, ich bin kein Profi, aber es müsste schon klappen. Okay, das ist eindeutig zu wenig. Ich glaube, ich kann da die ganze Tube reinhauen. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch zu wenig Farbe gekauft. Das wäre natürlich beschissen. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das dann aussehen wird. Also die Farbe sieht jetzt doch dunkler aus als die hier. Aber ich glaube, hier mit dem Studiolicht und alles, ja, wird es auf jeden Fall ein bisschen anders aussehen. Rolle ist am Start. Wie gesagt, die werde ich mir auf jeden Fall nie wiederholen, also die günstige, weil wir gehen hier immer diese Fasern auf. Beziehungsweise die bleiben immer hier an der Wand kleben. Aber ich habe jetzt nichts anderes. Ich fange an. Bin schon keinen Bock mehr, aber let's go. I will get close to your heartache. If you wanna open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind. Also die, wo hauptberuflich Maler sind und dieses Video gerade sehen. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt auslachen, aber es klappt einigermaßen. Now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark. Make you forget about what's wrong. Let it all. So, Freunde, ich bin jetzt schon am Arsch, aber es wird langsam. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist halt mal eine komplett andere Farbe. Also die habe ich noch nirgendwo gesehen, in irgendeinem Studio oder irgendeinem Raum. Ich finde es ganz geil, bloß ich werde wahrscheinlich eh zweimal streichen müssen, also noch eine Schicht drüber, weil die haftet jetzt nicht perfekt. Aber fürs Erste sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt hier so eine helle Farbe und hier dieses Moosgrün. Und ich muss sagen, das ist für mich Moosgrün und das ist für mich eher so türkis-hellblau. So, jetzt lasse ich das unten kurz trocknen. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und dann machen wir oben weiter. Und dann schauen wir mal. Tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark. Forget about what's wrong. Let it all out.
Ich lasse das Ganze jetzt mal trocknen. Ihr seht schon, ich habe mehr Farbe am Pulli als auf der Wand. Spaß beiseite, wie gesagt, ich lasse das jetzt trocknen. Werde nochmal drüber gehen, weil die deckt jetzt doch nicht so gut wie gedacht. Man sieht auch hier noch die weißen Stellen. Decke habe ich mir jetzt überlegt, werde ich doch nicht streichen, sondern ich muss ein bisschen Geld investieren zwar, aber ich beklebe die ganze Decke einfach mit Absorbern. Nach und nach, also ich werde mir jetzt nicht alle auf einmal holen, sondern immer mal wieder welche. Ich werde die Seite da drüben jetzt noch streichen, beziehungsweise erstmal die Seite komplett fertig machen. Ganz schöne Fuselarbeit hinter dem Rohr, weil das ist ja unser Abflussrohr. Musste ich alles mit einem kleinen Pinsel dahinter streichen, aber hat einigermaßen funktioniert. Ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal, wenn ich fertig bin, weil ich glaube, so spannend ist es jetzt auch nicht, wenn ihr mir beim Streichen zuschaut. Und ja, ich hoffe, die Farbe taugt euch schon. Also man sieht schon hier eher blau, hier das Moosgrün, was ich eigentlich haben wollte. Ja, jetzt heißt es warten, kurz trocknen lassen und dann zweite Schicht und dann die Seite und dann Feierabend. Let's go. Puh. So Freunde, zweite Schicht ist jetzt auch drauf. Ich bin leider nicht so zufrieden. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera jetzt sieht, aber ich habe hier überall noch so Flecken. Ich vermute mal, dass es erstens an der Farbe liegt, dass die nicht so gut haftet und an der Wand. Ich werde es jetzt aber trotzdem so lassen. Und so über die Kamera, also wie ich das gerade am Display sehe, passt das eigentlich. Ich wollte halt wie gesagt einfach nur ein bisschen, ja, ein bisschen Farbe hier reinbringen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die andere Wand hier drüben machen. Bin schon gut 3 Stunden beschäftigt oder so. Was ich noch ganz kurz sagen wollte ist, wenn das Ganze hier fertig ist, wenn ich hier fertig gestrichen habe und alles getrocknet ist und ich die ganzen Sachen wieder sortiert habe und hingerichtet habe, dann wird es auf jeden Fall ganz normal wieder weitergehen, wie ihr es gewohnt seid. Videos am PC, Vlogs hier wieder, irgendwelche Tutorials, irgendwelche Unboxing. Bloß ich habe jetzt so viel um die Ohren gehabt, jetzt ist auch noch Weihnachtszeit. Ihr kennt das Spielchen. Ich melde mich dann nochmal bei euch, wenn ich komplett fertig bin, weil, ja, ich glaube, das ist jetzt echt nicht so spannend, wenn ich jetzt hier noch weiter filme. Deswegen seid gespannt auf das Ergebnis hier. Seht ihr schon mal den ersten Part. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Doch, eigentlich schon. Auf jeden Fall ist es halt mal eine geile Farbe. Mal komplett was anderes wie weiß, grau, schwarz, keine Ahnung. Ich wollte halt ein bisschen was Helleres, weil das Studio generell schon so dunkel ist. Ich mache jetzt die nächste Seite, beziehungsweise die nächste Wand und dann heißt es Feierabend für heute und ja, also Leute, bis später. So Freunde, Arschlecken, ich bin fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ich habe jetzt die Ecke noch gemacht hier bis zu den Steckdosen. Ich weiß, es ist nicht perfekt geworden. Das Problem ist einfach, die Wand ist so beschissen zum Streichen, weil die so uneben ist. Es wird auf jeden Fall in den Streams und in den kommenden Videos viel, viel geiler aussehen. Ich werde jetzt noch aufräumen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich weiß, es war nichts Besonderes. Ihr habt mir nur beim Streichen zuschauen können. Aber Freunde, wenn hier alles wieder steht, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kommen wieder normale Vlogs, neue Tutorials, neue Reaction-Videos und so weiter. Deswegen seid gespannt, aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Falls ihr wissen wollt, was bei mir zurzeit so abgeht, schaut gerne auf Instagram. Ich mache aktuell sehr viel Stories. Ich habe zum Beispiel auch ja, den Fail, was der Flo verursacht hat, habe ich auch in meinen Stories gepackt, euch gefragt oder meinen Abonnenten auf Instagram gefragt, ob sie eine Idee haben. Es haben mir viele geschrieben, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr gerne bei mir auf Instagram vorbeischaut. Ich melde mich jetzt ab, Freunde. Ich räume jetzt hier noch auf, beziehungsweise ich lasse das jetzt alles noch trocknen. Die Farbe räume ich auf und so weiter. Und dann heißt es, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Was da kommen wird, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch Pakete hier stehen, die ich unbedingt mit euch auspacken will. Das sind so geile Sachen. Jetzt ist morgen schon wieder Weihnachten. Ah, ich weiß gar nicht, wann ich was drehen soll und egal, Freunde. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr Vorschläge haben solltet für das Studio, gerne in die Kommentare. Ich melde mich jetzt ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.